Moin, meine lieben Freunde, euer Little Rabbit ist hier am Start zu einem kleinen Vlog. Ich sehe ein bisschen fertig aus, das bin ich tatsächlich auch. Ich bin nämlich in Disneyland Paris, wir sind über Nacht gefahren. Ja, nicht wundern, ich werde hier gerade geschoben, ich sitze in einem Rollstuhl. Ja, ich kann aber laufen. Ich weiß nicht, wo der Shuttlebus kommt von da. Und ja, ich nehme euch heute ein wenig mit. Wir sind hier drei Tage. Und mal schauen, was wir so erleben, ne? Also, bis später. So, wir gehen jetzt zum Eingang, wo auch immer der ist. Oh, das ist so krass. Da ist schon eine Schlange. Da ist Schluss! Yeah.
Gott. Nee, oder doch? Steven, du musst sagen, wo wir hin. Votre mission, piloter ces véhicules et détourner les missiles de la Terre. Right. He'll be joining us on the mission. Tony's built a transponder that the missile's targeting system will lock onto. Mais quand même, ils sont les He's loaded the transponders into the hypersonic vehicles. So you'll fly the hypersonics and draw the missiles away from the planet. That's when Heavy Metal and I can do our thing. Quand vous aurez attiré les missiles hors de portée, Denvers et moi, on les pulvérisera. Ils sont vraiment proches de la Terre, on n'a pas le droit à l'erreur. Unfortunately, Tony's right. We've got one chance. Thank you.
Depuis 30 ans, Disneyland Paris accueille les rêveurs de tous les âges et du monde entier. For 30 years, Disneyland Paris has welcomed dreamers of all ages from all around the world. Il y a tellement de magie et de lumière à l'intérieur de nos rêves. There's something so magical shining from all of our dreams. Alors aujourd'hui, que diriez-vous de rêver plus loin, de sourire plus grand et de rire plus fort? So now, we invite you to dream bigger, smile wider, and laugh louder. Together, let's make the future brighter than ever. Ensemble, rendons l'avenir plus brillant que jamais. La magie ne fait que commencer. The magic, it's just begun. Chers amis, dans quelques instants, le parc Disneyland vous invite à assister au spectacle. Geht meine Freunde, da hören wir uns wieder. Ich habe tatsächlich nicht so viel aufgenommen. Das, was ich aber habe, werde ich im Vlog machen. Also es sind hauptsächlich Bilder. Werde ich schicke Musik drunter legen. Copyright free, versteht sich. Und ja, dann werde ich das hochladen. Naja. Und ihr seht es dann jetzt ja vermutlich. Also, für jeden, der noch nicht in Disneyland war, es lohnt sich. Also für jeden, der das überlegt zu machen, es ist zwar wirklich teuer, aber das muss man im Leben einmal mitgenommen haben, wenn man die finanziellen Mittel dazu hat. Und deswegen, meine lieben Freunde, wenn ihr mal ins Disneyland wollt, versucht es umzusetzen, es lohnt sich wirklich. Und ja, wir sind jetzt 3 Tage hier, 2 Nächte. Heute geht's nach Hause. Wir müssen um 11 Uhr aus dem Zimmer raus sein. Wir machen jetzt gleich alles fertig. Wir waren gestern noch in den Walt Disney Studios Park. Wir haben da noch die Attraktion mitgenommen. Und also es lohnen sich beide Parks für die Leute, die fragen.
weil in beiden Parks sind Attraktionen, was Achterbahn und sowas angeht. Also wenn ihr natürlich nur für einen Park Geld habt, dann würde ich euch auf jeden Fall den Disneyland Park empfehlen. Also den Hauptpark, weil da einfach mehr Fahrgeschäfte sind. Und den Studio Park halt dazu, wenn ihr da Bock drauf habt und das Geld habt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall beide Parks. Es ist mega witzig hier gewesen. Ja, wie gesagt, wir packen jetzt gleich unsere Koffer, weil wir aus den Zimmern raus müssen. Die bringen wir zum Auto. Und danach fahren wir nochmal ins Disney Village. Und Disney Village ist die Shoppingmeile von Disneyland. Also in dem Park selber gibt es Shops. Und dann in Disney Village ist halt auch nochmal ganz, ganz viel mit Shops und Essen und Bars und ja, hau mich tot. Da geht's heute hin. Gucken, was man so an Souvenirs mitnimmt, was man so findet, schickes. Ich habe mir auf jeden Fall schon was geholt. Ob ich euch das zeigen werde, weiß ich nicht. Vielleicht über ein Bild, wenn ich zu Hause bin. Und ja, meine Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Oder wann auch immer ihr das Video schaut. Und bleibt gesund und haut rein.